Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich auch den Beginn meiner Rede dazu nutzen, die Leistung der Menschen zu würdigen, die Leistung der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die für Nordrhein-Westfalen in den letzten 50 Jahren erbracht worden sind. Und deshalb beinhaltet auch der vorliegende Antrag zu Recht eine Wertschätzung den Menschen gegenüber, die durch ihr Engagement, durch ihre Arbeitsleistung einen unersetzlichen Beitrag für Wohlstand und Wachstum in unserem Land geleistet haben. Wir diskutieren hier in diesem Hohen Haus sehr häufig, und das hat Frau Müller-Witt auch schon gesagt, das Thema Fachkräftemangel, aber meistens auf der Arbeitnehmerseite. Aber wir wissen auch, dass auch auf der Arbeitgeberseite uns die Talente langsam ausgehen. Und Politik ist daher gefordert und weiterhin gefordert, positive Impulse zu schaffen. Denn eine sinkende Anzahl von Gründungen und eine nachlassende Zahl an Übernahmen können die heimische Wirtschaft langfristig schwächen. Und deshalb ist die Förderung der migrantischen Ökonomie ein wichtiges Wirtschaftsthema, denn wir können es uns nicht länger leisten, Potenziale, die sich anbieten, ungenutzt liegen zu lassen. Und Kollegin Müller-Witt hat es bereits ausgeführt, migrantische Unternehmen eröffnen neue wirtschaftliche Potenziale und setzen neue Impulse auf dem Ausbildungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt frei. Und die hiesigen Unternehmen profitieren zudem von der interkulturellen Kompetenz der Zugewanderten, indem sie beispielsweise neue Märkte im Ausland erschließen. Und zudem weisen migrantische Unternehmen überdurchschnittlich höhere Auslandsumsätze auf als heimische Unternehmen. Und das macht eins klar, es schafft Wachstumsimpulse, aber es trägt auch bei zur Internationalisierung, die notwendige Internationalisierung des Mittelstands hier in Nordrhein-Westfalen voranzubringen. Ja, sicherlich, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Migrantinnen öfter und Migranten sich selbstständig machen. Gründung, es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Gründungsneigung für Migrantinnen gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil ist höher ausgeprägt als die der restlichen Bevölkerung. Und ein Grund für den hohen Migrantenanteil an allen Gründungen ist, dass viele von ihnen aus Ländern stammen, in denen die berufliche Selbstständigkeit als berufliche Option selbstverständlicher ist als hier bei uns. Oftmals gibt es viele Vorbilder im familiären Umfeld, die Anreize schaffen, sich auf eigene Füße zu stellen. Ein weiterer wichtiger Grund, und das darf nicht verschwiegen werden, ist die grundlegende Diskriminierung, die Menschen mit Migration auf dem Arbeitsmarkt insgesamt erfahren. Und die Gründung eines Unternehmens mit Die Gründung eines eigenen Unternehmens mit allen Chancen, aber auch allen Risiken ist für viele die einzige wirkliche Alternative, um beruflich durchzustarten. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Anfang der Woche die Wuppertaler Nachrichten lesen konnte. Ich glaube, es war in der Beilage. Da gab es eine Reportage über eine junge Frau. Und zwar eine junge Frau, die ihren Lebensweg wurde dort skizziert, eine junge Frau, die im Alter von 14 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland aus der Türkei geflohen ist. Sie konnte, als sie zu uns kam, kein Wort Deutsch. Sie ging in die Hauptschule, sie arbeitete sich hoch, sie machte Abitur, sie nutzte die Durchlässigkeit unseres Schulsystems. Sie studierte Wirtschaftsmathematik und sie bewarb sich im Bereich des öffentlichen Dienstes und wechselte dann in den Bankenbereich. Doch nirgendwo hat sie etwas erfahren, was wir mit Aufstiegsversprechen so gerne betiteln. Das heißt, für sie gab es persönlich keine Aufstiegsmöglichkeiten, sodass sie sich für den Weg in die Selbstständigkeit entschied. Und dieses Beispiel ist kein Einzelfall, denn es zeigt, dass wir noch viel zu tun haben, insbesondere was das Einlösen von Aufstiegsversprechen betrifft, gerade Menschen gegenüber, die alles dafür getan haben. Und nicht selten ist die Gründung eines eigenen Unternehmens der einzige Ausweg in eine sichere Zukunft, aber diese junge Frau gründete eben nicht aus Existenznot. Ihr Weg in die Selbstständigkeit hat viel mit mangelnder Anerkennung zu tun. Die Selbstständigkeit bringt ihr die gesellschaftliche Anerkennung, die sie sich erhofft hat. Und ganz allgemein bietet der Weg in die Selbstständigkeit die Möglichkeit, quasi auf der Überholspur in die Mitte unserer Gesellschaft zu gelangen.
Selbstständigkeit ist für Migranten und Migrantinnen normaler als für Deutsche. Darauf hat auch Frau Müller-Witt bereits hingewiesen. Und in Deutschland sinkt das Interesse an Gründungen aus unterschiedlichen Gründen. Auch darüber haben wir bereits diskutiert. Und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte besitzen nachgewiesenerweise häufiger diesen notwendigen Mut, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Und das sollten wir fördern, gerade in den Regionen unseres Landes, in denen die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, insbesondere im Ruhrgebiet. Denn mittlerweile ist es quasi eine Binsenweisheit, dass nicht nur in Krisenzeiten, sondern ganz allgemein ein breit aufgestellter Mittelstand und eine gesunde industrielle Basis wichtige Faktoren für die Zukunftsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts darstellen. Und es ist Fakt, dass der Mittelstand trotz aller Anstrengungen gerade in der Metropole Ruhr hinterherhinkt. Und der vorliegende Antrag soll daher das vorhandene Potenzial der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nutzen, helfen und die bestehenden Gründungshemmnisse abbauen. Denn trotz ihrer starken wirtschaftlichen Bedeutung sind die Existenzgründungen von Menschen mit Migrationshintergrund mit spezifischen Chancen und Hemmnissen verbunden. Auf diese sicherlich spezifischen Fragestellungen muss mit passgenauen Beratungs- und Förderungsangeboten geantwortet werden, die natürlich auch die unterschiedlichen genderspezifischen Aspekte beinhalten. Frauen und Männer gründen unterschiedlich, ein sehr einfacher Satz, aber das gilt auch für Gründung von Migrantinnen und Migranten. Und auf diese Fragen, die auch Frau Müller-Witt bereits skizziert hat, wollen wir zukünftig eine bessere Antwort geben, damit die Impulse, die von Unternehmerinnen mit ausländischen Wurzeln für unseren Wirtschaftsstandort ausgehen, künftig noch besser genutzt werden können. Und ich freue mich, und das sage ich diesmal wirklich von Herzen, wirklich auf die Diskussion im Ausschuss, denn ich weiß, wir werden eine konstruktive Debatte darüber haben, wie wir die Instrumente, die bereits vorhanden sind, verändern können und wie wir sie verbessern können zum Gelingen, dass der Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen weiter vorankommt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Weisheim. Für die CDU-Fraktion spricht die Frau Kollegin.